Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Unepic. Wir haben beim letzten Mal den Bossgegner vom Prison besiegt und gehen jetzt über, dank dem neuen Key, zu The Halls. Und das befindet sich hier in diesem Bereich. Ich weiß gar nicht, was für ein Name das ist, aber in dem Bereich befinden wir uns auf jeden Fall jetzt. Ich habe schon so ein paar Gegner weggeräumt gehabt, die hier noch standen. Und wir machen die Tür jetzt auf. Das ist ein Anfang. Du, keine Ahnung, Verkäuferin und Kekskopf? Keine Ahnung, was das darstellen soll. You are late. What? Who are you? I am the sorcerer, Jephthys Bundle. Jephthys Bundle, the creator of many of the teleportation spells that are used in this castle. You are not worthy of such honor. Congratulations! You have the honor of participating in my phase door spell. Oh, awesome! Show me how to use it. You misunderstand. You will help me by being teleported. That's why you were sent here. Hey, wait. I saw a guy walking around with the body of a man and the head of a fly. Ah, yes. That was the last man sent. When I was casting the teleportation spell, there was a fly on his shoulder, and the spell joined both beings into one. But fear not! I found the solution to prevent that from happening again. No way! Find another guinea pig. Aha. Das soll der also darstellen. Das war's für den auch schon wieder. Und wir können hier so ein paar Sachen kaufen. Teleported to the mine, to the sewer, guns. Also wir können damit zu den unterschiedlichsten Punkten. Create a portal. Teleport you to the last portal you created. Ah. Gar nicht mal uninteressant, aber dafür bräuchten wir Alteration auf Level 12. Und das ist einfach etwas, was ich aktuell nicht habe. So. Lass ich mal ganz kurz schnell nachgucken, ob es hier irgendeinen Spaß gibt, den man verkaufen könnte. Ich denke, das war es auch schon. Allzu viel mehr haben wir hier nicht. Vielleicht diesen Trident noch. Und ja, das war's. Klar gibt es hier noch ein paar andere Sachen, die man verkaufen könnte. Aber so ein paar Sachen kann man sich ruhig aufheben. Gerade nachdem wir beim letzten Mal 40, ich glaube es waren 40 Slots nochmal dazu bekommen haben. So, bevor wir jetzt aber weiterrennen, will ich wirklich noch einmal testen. Ne, das war's jetzt tatsächlich. Und gibt es hier irgendwie eine Karte? Ne, gibt es keine. Oh, interessant. Halt. Okay. Und, okay. Sicher. So, gleich mal Tab drücken, um zu sehen, ob das... Zira, where are we? We are in the corridor of time. These bouncing lights are time spirits. Time spirits? That's right. They have the ability to send their victims back to their past, erasing a part of their history. So, if one of these things touches me, I'll go back to the past. Shit, what if this already happened? A spirit touched me, and now I'm repeating the same events. I could be in an infinite loop. Interessant. Also im Endeffekt muss ich auf den da aufpassen, der jetzt da in der Mitte fliegt. Wow, wait, what? Das doofe Pet wurde getroffen. God fucking damn it. Okay, also damit sieht man jetzt, was wir hier jetzt bekommen haben. Und zwar wurden wir zu dem Punkt gebracht, bevor ich das Video aufgenommen habe. Jupp. Die Orks hatten wir nämlich besiegt gehabt, als ich das Ganze gestartet hatten. Okay, die erste und glaube ich fast mit beste Überlegung ist, ob man nicht tatsächlich Face Door tatsächlich dann benutzt, um da durchzukommen. What? I am the sorcerer. Jephthys. Congratulations. You. Hey, wait. No way. Okay, schade. Ich hatte wirklich erhofft, dass man vielleicht... Ja, ich muss auch die ganzen Sachen wieder neu verkaufen. Also das ist eine interessante Idee. Ich gehe davon aus, dass das Spiel einen mehr oder weniger immer zum letzten Checkpoint zurückschmeißt. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Zira.
Okay, und das passiert jetzt interessanterweise erneut. So, und ich würde jetzt mal wirklich sagen, so schade es vielleicht ist, diese vier da zu vergeuden. Ich habe keine Lust, mir das da anzutun. Und ich hoffe einfach mal, dass ich genug habe, um so durchzukommen. Face Door. Und Face Door. Ja, sweet. Das war meines Erachtens eine richtige Entscheidung gewesen. So, wir haben einen interessanten Bereich erreicht. Ich bin mal so frei, ich mache einfach mal den hier. Oh boy. Okay. Hier mal wieder. Nicht das größte Problem. Aber eins, das man vielleicht dann doch nicht unterschätzen sollte. Gerade weil man sie nicht stunnen kann. Das Gute ist aber, mein Pet kann ja auch nicht getroffen werden. Also sind wir ja auch in der sicheren... auf der sicheren Seite. Okay, Coins. Sonst muss ich auch mal so ein bisschen gucken. Okay, da brauche ich gar nicht erst großartig gucken, aber halt... ob diese Vorhänge bedeuten, dass da sich eine dahinter eine Wand verstecken könnte oder nicht. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Da. Okay, ich meine, das ist eigentlich relativ offensichtlich, wo man wohin kommt. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass die beiden hier oben dann bedeuten, dass man den einen hier hat und den anderen vermutlich dort. Und der hier irgendwo unten dann noch auftauchen wird. Okay. Das ist ein interessantes Gebiet. Aber weil es mit dem Blau so komplett anders ist als... alles, was wir, denke ich, bisher gesehen hatten. Wenn man wirklich überlebt, das war sehr dunkel, das war sehr dunkel. Also ich denke wirklich, dass es bisher der hellste Raum dank des Blaus ist. Okay, da sind wir. Was zur Hölle wartet hier auf uns? Oh boy, oh boy. Das ist Eis. Oh, die ja noch Poison haben. Ja, danke. Das war jetzt mal so überhaupt nicht lustig. Okay, gehen wir mal ganz kurz einen Ticken zu... oh, fuck. Okay, da gibt es jetzt alle Handrüstungen, die auch hochsprengen können. Well, fuck. Oh, wow. Ja, ich habe ein ernsthaftes Problem jetzt. Ja, das überlebe ich jetzt leider nicht. Well, wir haben ein Gebiet gefunden, das mich jetzt bereits ankotzt. Oh boy, muss ich jetzt alles nochmal neu machen. Ja, mich kotzen Gebiete leider an, die mit Poison und Statuseffekten arbeiten, denn... ich habe das Gefühl, dass man in dem Spiel nicht allzu viel dagegen machen kann. Und natürlich habe ich hier Gegner, die halt einfach machen können, was sie wollen. Weil ich sie nicht stun-loggen kann. Vielleicht muss ich tatsächlich überlegen, auf Pfeil und Bogen zu wechseln. Und diese umzunieden. Ja, weiterhin 50 Coins, da ändert sich also nichts dran. Und vor allem ebenfalls das Fiese ist auch, dass die nicht nur ein Element benutzen. Wir hatten Feuer und Eis jetzt abbekommen gehabt. Das ist also nicht angenehm. Okay. Wir probieren mal tatsächlich, ob die vielleicht so extra Schaden nehmen dank dem Bogen und die so halt schneller umgenietet werden können. Tut's das? Es hat zwar Schaden angerichtet, aber wenn man ganz ehrlich ist, besser geht immer. Das Lustige ist, nach einer gewissen Zeit hören die dann auf, einem zu folgen. Goddammit, ich dachte wirklich, ich wäre weit genug weggelaufen. Ansonsten, Eis ist meines Erachtens jetzt nicht das größte Problem. Ist zwar unangenehm. Okay, also drei Schüsse, um sie sicher so umnieten zu können. Melee Mastery. Ach, da wollte ich ja eh was gucken. Und zwar... ob wir für die Sache hier nicht Improved Weapon nutzen sollten. Da bin mir nicht so sicher.
Wir wissen auf jeden Fall, man kann es nicht doppelt benutzen. Okay, da geht's auch lang. Interessant. Das ist für alle von denen relativ unangenehm. Hihihi. Machen wir ganz bewusst nur zwei Schüsse. Ich will mal wissen, ob das... Das reicht auch bereits. Okay. Ansonsten... Nee, das war in dem nächsten Raum. Genau, in dem nächsten Raum war das erst. Oh, wow, hi. Kleiner Drecksack, du. Oh, ich komme natürlich nicht rechtzeitig hoch, um den zu stoppen. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber... Muss er jetzt nicht sein. Ansonsten, Eis ist wirklich nicht so schlimm. Einfach, weil man nur langsamer wird. Man nimmt keinen Schaden über längere Zeit. Position. Ah, von hier kann ich das auch hinkriegen. Das ist nicht mehr mal offensichtlich, weil man das Ganze nicht wirklich so hundertprozentig selber steuern kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht jemanden anvisieren, der genau über mir steht, sondern nur in einem gewissen Winkel. Und wir hatten schon häufig miterleben dürfen, dass dieser Winkel nicht immer hundertprozentig zum Vorteil war. Ansonsten ist so ein fetter Block hier in der Mitte. Da bekommt man sowas von das Gefühl, dass da eigentlich noch was sein sollte. Ja, zumindest von den beiden Positionen, die wir jetzt hier probiert hatten. Lassen wir nochmal testen. Ja, ist nix. Ist natürlich jetzt doof, dass ihr alle mit euren Scheißrüstungen hier rüberläuft. Denn logischerweise will ich die snipern. Und selbst das funktioniert nicht gescheit. Ja. Da müssten wir auch mal gucken, ob es für Bögen nicht vielleicht sogar eine Möglichkeit gibt, auch sowas wie Piercing Damage zu machen. Das wäre angenehm. Gerade wenn man so sieht, hier die vier Leute zwei Schüsse machen, alle werden davon getroffen. Oder wie viel auch immer man dann halt dank dem Skill hinbekommt. Wäre auf jeden Fall bei weitem angenehmer. Dann wenn ich jetzt den ersten Trigger... Okay, ganz bewusst möglichst weit nach hinten und los. Okay. Ich schieße jetzt auch ganz bewusst wirklich dreimal, dass die schnell draufgehen. Und mir... genau, keiner zum Problem wird. Gut. Alle hopp. Ansonsten ist es wirklich fies, wenn man sich nämlich mal den Boden anguckt. Das hier sieht aus wie ganz normaler Boden. Das hier hingegen sieht aus wie fragwürdiger Boden. Okay, wir haben ja alles, also ist da tatsächlich auch nichts dahinter. Wir bleiben jetzt einfach mal ganz kurz hier unten und ich denke, ich werde gleich beim Bogen bleiben. Oh boy. Okay, dann, da ich das jetzt nicht allzu viel sehen konnte, gehe ich mal ganz kurz hier hoch und versuche es nochmal von da oben. Denn da unten waren mir jetzt einfach zu viel auf einem... Oh, for fuck's sake, ernsthaft. Das sind verdammt viele. Wenn ich einen gescheiten Rhythmus finde, dann wird sich kein gescheiter Rhythmus auftun. Wir nehmen mal 8. Und ich hoffe einfach mal, dass die Pflanze vielleicht schon ein bisschen anfangen wird. Ja, so ein bisschen sich zu füttern. Und zugegeben, das dauert jetzt unendlich lange. Das ist aber wirklich fies, da ist kein Rhythmus oder keine Möglichkeit wirklich drin durchzubrechen. Ohne Schaden zu nehmen. Und ich weiß halt leider nicht, obwohl, Moment, jetzt gleich tut sich eine Lücke auf. Yes, gleich tut sich die Lücke auf und dann haben wir es. Komm mal, einen Sprung noch. Yes, sehr gut. Ich weiß einfach nicht, was die anrichten können als Schaden, wenn ich Kontakt mit denen nehme. Dementsprechend will ich die lieber sicher machen. Okay, also hier ist extrem viel Bullshit unterwegs. Guckt euch mal die nächsten Räume an. Da sind irgendwelche Sachen in der Luft. Ernsthaft, was ist denn das alles? Also man sieht, hier sind wieder so Fliegedinger. Oh. This chest had a piece of a shield. Who the fuck keeps a broken shield? Broken shield chest. Interessant. So, ich würde sagen, wir gucken uns vielleicht als allererstes die Ecke hier oben an. Ach, das sind die Viecher. Und ja, slippery? Oh boy. Das Schöne ist, dass mir das jetzt komplett auch aus dem Toolbar rausgezogen worden ist. Das ist natürlich echt uncool. Oi. Okay, das ist mir das Beste, was ich machen kann. Ach ja, ich verliere jetzt ja konstant alles, was ich in den Händen halte. Furchtbar. Und das war die falsche Taste wieder.
Also ich fände es cool, wenn man sagen würde, ja, du verlierst die Waffe. Wenn man die Waffe einfach nur aus der Hand verlieren würde und nicht aus dem Inventar und damit auch gleichzeitig aus dem Shortcut. Na, kommt ihr her, ihr Drecksviecher. Jetzt kommen die nicht her. Kommt ihr her? Nope, tun sie nicht. Die sind nicht dumm, die Viecher. Alles klar. Schön, dass ich jetzt zum Teil die nicht anvisieren konnte. Zum Beispiel der hier jetzt genau vor mir ist, kann ich nicht anvisieren. Zu nah dran. Okay, jetzt. Oh boy. Okay, damit wissen wir, wie fies die Viecher sein können. Coins, okay. Fallen die runter? Die fallen auch nicht runter. Also im Endeffekt, auch das ist eine sehr merkwürdige Entscheidung, die da oben zu platzieren. Ich meine, in dem einen Raum hat es funktioniert. Come on. Ah. So, jetzt. Okay, jetzt haben wir die eine Ecke, von der wir aber auch so aktuell nicht rankommen dürfen. Halt, Bogen. Ha. This chest had a piece of a shield. Second broken shield chest. Und vor allem geht's ja auch nicht so großartig. Was zur Hölle läuft nach unten? Das ist ziemlich zack. Auf. Okay, mal ganz kurz hier ein bisschen beeilen. Die reagieren aber auch sofort, wenn sie wissen, dass sie Schaden genommen haben. Das ist ein interessantes Gebiet. Und ein Gebiet, wo ich definitiv regelmäßig irgendwelche verdammten Pfeile kaufen gehen darf. Ich habe das Gefühl, dass das halt die komplette Idee dieses Dungeons sein wird. Oder dieses Gebietes. Okay. Abwarten. Das war zu früh. Vor allem kann man leider... Also das ist jetzt so wie zum Beispiel hier ein Problem. Ich fände es bei Slippery Hand besser, wenn das wirklich eine Sache wäre, dass man die Waffe verlieren würde, die man gerade trägt und nicht, dass es ein Debuff ist. Denn Debuff bedeutet für uns jetzt einfach nur, dass wir definitiv warten müssen, bis der wieder weg ist. Denn in der Zwischenzeit können wir schlichtweg nichts machen. Alles, was wir anfassen würden, würde einfach wieder uns aus der Hand genommen werden. Und es ist auch interessant, ich kann zum Beispiel nicht Shift-O gerade drücken. Dafür brauche ich wirklich die Waffe in der Hand, um das aktivieren zu können. Okay. Oh boy, nicht schon wieder ein Geist. Oh, bye. Ich dachte, das ist schon wieder ein Picture Card. Why should I? Warum sollte ich von dem das kaufen wollen? Ich meine, es riecht schon so ein bisschen nach, als solltest du vielleicht lieber machen. This object belongs to one of your quests. Kauf ich einfach mal eins. Aber mal eins gekauft, genau. Und jetzt gehen wir noch hin und schreiben hier Picture Card Seller. Wo kommst du denn her? Das ist ein interessantes Gebiet. Das scheint wohl relativ groß zu sein, denn wenn man hier sieht, da geht es auch noch weiter. Ich meine, okay, wenn man das wirklich als Äußerste sieht, dann geht das hier noch in Ordnung. Vielleicht geht es da nochmal hoch. Interessant. Interessant. Okay, da ist der nächste, aber von da kommen wir so interessanterweise nicht ran. Und los geht's. Ja. Ist okay. Oh, rot. Ich gehe davon aus, dass die Roten tatsächlich die dann mit Schwertern sind, die einen vergiften. Das war vergiften, ne? Sonst hier kann man wirklich einiges an Essence abgreifen. Das ist gar nicht mal uncool. Mal wieder gucken, was hier unten... Oh, hier ist schon wieder eine dicke Tür. Improved Weapon. What? Moment. Hm, okay. Ich finde es beeindruckend, dass die uns so viele davon hinterherwerfen. Weil dann bin ich jetzt mal wirklich so frei. Und werde eine für den Bogen nutzen. 160 zu... 180, ja. Mehr Schaden ist immer gut. Okay, ein Drop, no. Ich weiß nicht, wie man die benennen soll. Boss,
door with endless, nein, endless nicht, with drop point. Endless wäre doof, weil dann würde man halt für immer fallen. Okay. Plus Chest broken. Plus broken Shield Chest. Aber sicherheitshalber? Okay. Und es ist interessant, wenn man das macht hier, sieht man unten bereits den Boot. I wonder if in your world there is someone as powerful as Harnikin. Man, of course there is. In my world, there's a man that's known to be the most powerful in the world. He can do what others cannot. A human? A simple human more powerful than the great Harnikin? He is not a common human. Oh God. He is Chuck Norris. Chuck Norris? What sort of name is that? Laugh if you want, but Chuck Norris is stronger than 1,000 men. It's said that he counted to infinity. Twice. Impossible. Also, when he goes to donate blood, instead of asking for a syringe, he asks for a knife and a bucket. You know what else? He once ate an entire cake before his friends could tell him that there was a stripper inside. And he's the only man that finished the whole game, I Wanna Be the Guy, on hard mode without dying. Bin mir ziemlich sicher, dass es mittlerweile mehrere Leute gibt, aber gut. Okay, ist mir scheißegal, was ich gerade gekommen habe. Oh, nicht schon wieder diese Schleimviecher. Und ich habe gerade meine Chance verpasst, die gescheit angreifen zu können. Nope, I don't. Oh, die Vasen kann man umhauen. Ich glaube, da hatten wir nämlich später schon, vorhin schon ein paar Vasen gesehen gehabt und die habe ich ignoriert. Weil ich dachte, man könnte die vielleicht anklicken und nicht zerstören. Und schon wieder so ein fetter Bereich, der scheinbar so überhaupt nicht genutzt werden kann. Aber es ist scheinbar so der Fall, okay. Sich jetzt aber. Hoho! Das glaube ich ein. Lass mal ganz kurz mit K das besser sortieren, damit die epischen Waffen. Halbertus ist Pole Arm. Besserer Pole Arm. When you kill a creature, the spirit that inhabits this weapon briefly appears in form of acid, causing additional. Ich bleib bei der Waffe, weil ich den Piercing-Effekt ganz cool finde. Das ist aber die Frage, ob wir das überhaupt müssten. Denn wenn man genau überlegt, wir haben ja den Pole Arm Skill, die uns ja die Möglichkeit gibt. Also es sollte allgemein möglich sein, oder? Das ist eine gute Frage, ob das tatsächlich so machbar ist, ob dann halt die andere Waffe das machen könnte. Ich meine, sonst wäre der Skill vollkommen für den Arsch. Wenn er wirklich nur für diese eine Sache machbar wäre. Gute Frage. Wie viel ist denn der Schadenunterschied? Na, doch einiges. Holy shit. Tun wir uns die Tür hier schon an? Ich meine, wenn wir eh schon hier sind. Obwohl es ist... Lass mal noch nicht durch die Boss-Tür durchgehen. Ich denke, wir gehen jetzt wirklich erstmal hin, gucken uns weiter um. Machen wir ganz kurz hier diesen einen auf 3. So, jetzt können wir dahin. Ja, gut. Da sind nämlich super viele und da müssen wir uns definitiv beeilen. Oh, da ist ein Schild. Immer ein bisschen blöd, wenn irgendwelche Schilder dabei stehen, denn die haben uns so was zu sagen. Wenn da irgendwie Caution XYZ wäre. Gut, wir haben's. Do not wipe mucus on the curtains. Aha. Ich meine, das wäre eine durchaus interessante Sache, wenn man tatsächlich sowas machen müsste. Wenn man tatsächlich sagt, man müsste irgendwie Slippery Hands bekommen, müsste dann dahin laufen. Um das Ganze dann so zu nutzen und irgendwas zu triggern. Das wäre eine durchaus... Waren wir in der Tür drin? I don't know. Okay, noch... Picture Card plus... Broken Shield Chest. Das ist für irgendeinen Quest. Okay, da waren wir in der Tür genau auch drin. Ich weiß nicht, was es war, also ganz kurz zurückgedreht.
war einer der Schwächeren, oder? So schnell wie der umgekippt ist. Scroll of Illumination. Das waren, glaube ich, die, wo man einfach alles... Das ist natürlich super angenehm. Machen wir das hier mal? Weißt du was? Wir haben genug davon. Und ich glaube, man kann die auch stets kaufen. My fucking ears. Das ist also interessant. Wirklich ein anderer Gegner da unten. Da ist vor allem noch verdammte Broken Chesting. Okay. Achso, von hier komme ich gar nicht dahin. Okay. Oh boy. Was bist denn du für ein Hanzo? Welcome, young warrior. My name is Merlin. And you are? My name? Ah, yes, I'm Arthur Pendragon. Thunder and lightning! My omens are becoming truth. Maybe you are the chosen one to wield the sword Excalibur. Really? And what must I do to release the sword from the stone? Only the chosen of the God of Light can pull it out. Few have the privilege of receiving his divine favor. But those who are chosen must fight against evil to acquire it. Yeah? Then divine favor will allow me to pull the blade out? That is, my young friend. If you obtain enough divine favor, a portrait and 15 coins for formalities, you would obtain the sword. A portrait? How will I get that? Nearby dwells the ghost of a painter that was executed ages ago. Maybe he can draw a portrait of you. Wir haben davon alles. Okay. Hey, this must be the sword Excalibur. I'll try to take it. Nothing. It's stuck. There is no way I can release it from the stone. Na, muss mit dem Merlin NPC erstmal reden. Greetings, Merlin. I'd say that I have enough divine favor to be canonized, and here is the mini picture. Fantastic, fantastic. Let's see. First name, Arthur. Surname? Pendragon. Address? 15 Johnson Street. Camelot, of course. Camelot. Right. Zip code? Well, I don't remember exactly. Lad, you should know the zip code. Let's see. M-mail? M-mail? Oh, yes, lad. The address of magic mail. Ah, yes, of course. Arthur@camelot.org. Arthur@camelot.org. Do you wish to receive free information about legendary weapons and armors? No, I don't want to have the magic mail account full of spam. Perfect. The card is done. Enjoy your sword. Divine Chosen Carnet? What? Ah, und das. Okay. Level 13. Extra Experience plus 23. Wow. Critical Chance with Swords. A legendary sword that inflicts additional magic damage and increases the wielder's gained experience. Okay. Schön. Noch eine legendäre Waffe. Okidoki. Wie lange? Yo, Spiel. Du kannst da nicht einfach hingehen und alles respawnen lassen. The fuck? Oh boy, hey. Das solltest du tun, sehr gut. Ja, das ist definitiv nicht cool. Lass mal kurz was gucken. Was passiert, wenn ich hier runtergehe? Oh boy. Aus dem Weg, du Ding-Dong. Okay,
Ach du Scheiße, der lässt Zeug los. Jupp. Au. The fuck? Okay, das ist jetzt wirklich nicht lustig. Das ist jetzt wirklich nicht gottverdammt nochmal lustig. Gott, jetzt bin ich ins Wasser geplumpst. Okay, das ist einfach ein Gegner, der super ätzend und nervig ist. Holy shit. Okay, okay. Ganz kurz mal Froggy retten. Mich selber retten. Das ist nicht lustig. Vor allem, weil ich nicht jemanden habe, der sich ernsthaft darum kümmern kann. Er vielleicht. Wer könnte sie auch nur einfrieren? Wie man sieht, so viele Mistviecher wieder mittlerweile spawnen. Leffer. Okay, ich würde sagen, das ist so das Letzte, was wir mal versuchen werden. Das Lustige ist vor allem, dass vermutlich der Mace eine bessere Waffe für uns. Nicht wirklich. Mein Problem ist vor allem, dass ich nicht mehr dazu komme. Ja, okay, ich muss meinen Speer nutzen. Hallo, Speer nutzen? Danke. Oh, sehr schön. Zweite Taste. Mein Problem ist, dass ich nicht dazu komme, den verdammten Dreckskollegen anzugreifen. Das ist ein Anfang. Okay, das ist schadentechnisch sogar richtig gut. Ich dachte gerade, mein Pet ist draufgegangen. Gott, damit, dass die in mir drinstehen und ich nichts machen kann, ist so ätzend. Das Gute ist, die machen nicht viel Schaden. Das heißt also, das geht für mich noch in Ordnung. Mein Pet jedoch hingegen... Ja, the fuck, hast du jetzt aufgehört, den anzuvisieren? Spiel, meine Fresse. Ja, meiner macht jetzt natürlich... Ich sag, andere Waffe auswählen und das Spiel macht's nicht. Okay. Die Frage ist, ob man eh vielleicht einfach hingehen sollte und in den Nahkampf geht. Okay, weg mit dir. Hi. Was spricht dagegen, dir wirklich einfach so auf die Fresse zu hauen? Meine nicht viel, außer dass ich jetzt gerade super langsam geworden bin. So, Ende im Gelände. Und? Ach so, weil noch nicht alles tot ist. Das Spiel. Also hier ist wirklich einfach das Beste, einfach ins Getümmel zu springen und auszunutzen, dass man gerade so ein Armor hat. Okay, es tut mir leid, aber ich mir den ganz... Small, beautiful box. Which he won't pick up. Idiot. Okay, dann würde ich sagen, ganz kurz... Ja, ich denke, ich muss mir dann doch mal ganz kurz heilen. Und ich würde ganz gern noch diesen nächsten Part mal kurz angucken. Einfach um zu wissen, was dieser scheiß Jester mit mir anstellt. Ob ich den, wie ich das Spiel schon mittlerweile kennengelernt habe, ist bestimmt so richtig fies, was der macht. Oh Gott. Lass mich doch einfach in Frieden. Ist die Frage, ob man durch Frost irgendeinen Nachteil hat. Außer, dass man halt einen Ticken langsamer wird. Ob man halt theoretisch eingefroren werden könnte und... Yo, was hast du denn da noch gefunden, was ich angeblich übersehen habe? Jetzt mir leider, wie problematisch es ist, wenn man... Wenn man... seine Skills nicht auf Maximum hat und auch nicht die besten Waffen gleichzeitig hat. So, ganz kurz abwarten. Ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Pet am Start haben sollten... Ich mache aber mal ganz kurz nicht. Okay. Bitte fragt mich jetzt nicht. Gehst du da jetzt bitte? Danke. Also...
Ich habe von dem Jester ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die. Ach, hier alles ist noch nicht so. Oh, Battle Axe. Man ist wirklich lustig, wenn man jetzt so die ganz dicken Waffen auf einmal bekommt. Und im Endeffekt die einem so überhaupt nichts bringen. Oh, jetzt will ich natürlich die dann noch mitnehmen, wenn die dann mal von der Ecke weggehen würden. Dankeschön. Dankeschön. Okay, und jetzt kommen wir hier im Endeffekt nur nochmal hin. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier erstmal zum Ende. Ich mache jetzt, denke ich, auch hier gleich dann mit dem nächsten Teil weiter. Broken Shield Chest, ja, das ist einfach nur... Also da bin ich gespannt, was auf uns zukommen wird, denn irgendwas hat es mit den Dingern definitiv noch auf sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.